Und die fast letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Bettina Zopf von der ÖVP. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Wir beschließen heute hier im Parlament die Verlängerung des Freistellungsanspruches für schwangere Arbeitnehmerinnen. Mit dieser Maßnahme schützen wir Frauen und ihre ungeborenen Kinder. Wir minimieren das Risiko einer Ansteckung, und das ist dort am höchsten, wo physischer Körperkontakt mit anderen Personen nicht vermeidbar ist. Davon sind rund 4.500 Arbeitnehmerinnen in körpernahen Berufen betroffen. Uns ist der verstärkte Schutz von Schwangeren immer sehr wichtig. Ebenso ist in der Corona-Pandemie auch sicherzustellen, dass durch diese Regelung dem Dienstgeber keine Kosten entstehen. Den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern werden die Lohnkosten zu 100% ersetzt. Schon vor der Krise haben wir in vielen Bereichen unsere schwangeren Frauen mit ihren ungeborenen Kindern frühzeitig vor schweren Belastungen geschützt. Das Tragen von FFP2-Masken ist generell einer Schwangeren nicht zumutbar und führt zu einer frühzeitigen Karenzierung. Die Freistellung während Corona gilt dann, wenn schon bestehende Freistellungen und andere Maßnahmen wie zum Beispiel Homeoffice oder dergleichen nicht greifen. Nach wie vor ist der beste Schutz gegen das Virus Einhalten von Hygienemaßnahmen. Es ist medizinisch belegt, dass für Schwangere im Umgang mit dem Coronavirus besondere Vorsicht geboten ist. Von der Verlängerung dieser Maßnahme sind unter anderem Elementarpädagoginnen, Friseurinnen, Physiotherapeutinnen, Masseurinnen etc. betroffen. Es ist unsere Aufgabe, gerade jene zu schützen, die es selbst nicht können. Und dazu zählen ganz klar unsere ungeborenen Kinder. Wir werden die zukünftigen Generationen nicht unnötigen Gefahren aussetzen, und deshalb verlängern wir den frühzeitigen Mutterschutz bis Ende Juni.